بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Schwestern im Islam, heute kommen wir zu einem sehr schönen Thema, wo wir uns wieder schön amüsieren können, inshallah. Viele sind bestimmt schon von den Zeugen Jehovas besucht worden. Die haben an der Tür gehofft, wir würden gerne mit ihnen über den Sinn des Lebens reden, wir würden gerne mit ihnen über dies und das reden, über das Wort Gottes reden, über ewiges Leben reden, über den Schöpfungsplan Gottes reden und so weiter und so fort. Und dann haben sie ihre Broschüren dabei und so weiter und so fort. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, wie wir es schaffen können, dass wir mit diesen Leuten ein schönes Gespräch führen. Das Problem ist, dass die meisten Muslime weder ihre eigene Religion können, geschweige denn eine andere Religion. Wir müssen erstmal wissen, ja, dass die Zeugen Jehovas eine Gruppe sind, die im Anfang des letzten Jahrhunderts gegründet wurden und die wirklich, die sich sehr viel Mühe geben, andere Menschen von ihrer Religion zu überzeugen und die ein sehr schnelles Wachstum haben. Warum? Weil sie sich halt viel bewegen. Sie gehen wirklich täglich von Haus zu Haus, sind andauernd in den Fußgängerzonen am Stehen und natürlich findet man da auch den einen oder anderen Fisch. Wir müssen normalerweise mal überlegen, warum wir Muslime nicht in der Lage sind, uns so zu bewegen wie diese Leute oder so anzustrengen. Ja? So, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir diese Menschen kriegen können. Ja? Wie können wir diese Menschen kriegen? Und vielleicht können wir jemanden überzeugen, dass er den Islam annimmt. Und es gibt genügend Zeugen Jehovas, die den Islam angenommen haben. Und wenn wir halt mit diesen Menschen reden, vielleicht wird dieser Mensch überzeugt sein. Ihr müsst erstmal wissen, meistens kommen sie zu zweit. Wenn jemand alleine kommt, dann ist er meistens ein richtiger Experte von ihnen. Warum kommen sie meistens zu zweit? Weil sobald der eine ein wenig Zuneigung zeigt oder ein wenig vom Weg abschweift, wird der andere ihn in seinem Königsreichssaal verpetzen. Und dann wird er Ärger kriegen. Ja? Und dann werden sie immer versuchen, wenn sie in die Enge gedrängt werden, werden sie sagen, wir haben jetzt leider keine Zeit mehr. Deswegen, was sehr hilfreich ist, ist, wenn man von vornherein sagt, sie haben doch Zeit, oder? Weil dann kann er nachher keine Ausrede mehr finden. Wie lange haben Sie denn Zeit? Hätten Sie 2-3 Stunden Zeit, mit uns zu reden? Weil sobald er in die Ecke gedrängt wird, wird er vielleicht sagen, ja, wir haben heute nur kurz Zeit. Vielleicht wird er auch sagen, wenn er merkt, dass er in die Enge gedrängt wird oder sie, wird er sagen, ja, es war eigentlich gesagt, dass wir mit Ihnen über die Bibel reden, nach unserem Schema, und nicht, dass Sie mit uns reden. Auf diese Anfrage, auf dieses Scheinargument sagt man einfach, ich habe eigentlich gedacht, dass Sie mit Ihrem Unterricht, den Sie haben, auf alle Fragen antworten können. Aber wenn Sie nicht dazu in der Lage sind, zeigt das jetzt nur Ihre Schwäche. Das wäre beispielsweise, wie man darauf antworten kann. Wie fangen wir mit den Zeugen Jehovas zu diskutieren? Wie fangen wir an? Ja? Wir müssen direkt ans Eingemachte gehen. Die Zeugen Jehovas glauben nicht an die Hölle, glauben nicht an die Trinität. Ja? Und sie glauben, dass die Bibel vollkommen unverfälscht ist und dass das Paradies im weitesten Sinne die meisten Menschen im Paradies auf Erden leben werden, nicht im Himmelreich. Okay, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das heißt, es ist Schwachsinn, mit einem Zeugen Jehovas über die Trinität zu reden, mit ihm darüber zu reden, ja, warum ist Jesus Gott laut Trinität und hin und her, wie kann Gott gestorben sein und hast du nicht gesehen? Es wird keinen Sinn ergeben, weil er wird sagen, ja, ich glaube sowieso nicht an die Trinität. Er wird das vielmehr als Bestätigung für sich sehen und wird sagen, seht ihr, wir glauben gar nicht daran. Deswegen braucht man über dieses Thema gar nicht mit ihnen zu reden. Sondern wir müssen mit ihnen über ein zentrales Thema reden, was für uns wichtig ist. Und das ist die Authentizität der Bibel. Und du fängst sofort an. Du sagst, haben Sie die Bibel der Zeugen Jehovas dabei? Denn in den meisten Fällen haben sie die Bibel der Zeugen Jehovas nicht dabei. Sie haben oft eine andere Version der Bibel. Ja. Oder wenn ihr einen Termin mit ihnen abmacht, dann sagt zu ihnen, bringen Sie genug Zeit mit und bringen Sie die Bibel der Zeugen Jehovas mit. Wenn ihr sagt, haben Sie die Bibel der Zeugen Jehovas dabei, gibt es zwei mögliche Antworten. Die erste mögliche Antwort ist, ja sowieso nein, dann hat es sich sowieso erledigt. Das ist etwas anderes, aber falls Sie die dabei haben, es könnte auch sein, dass Sie sagen, alle Bibeln sind gleich. Alle Bibeln sind gleich, werden Sie sagen. Wenn Sie sagen, alle Bibeln sind gleich, dann sagt ihr sofort, das ist eine Lüge. Weil ihr sagt selber laut euren Büchern, dass es eine Verfälschung ist,
dass die anderen Bibeln, anstatt den Namen Jehova zu übersetzen, der angeblich in den Manuskripten steht, dass sie stattdessen Gott übersetzt haben oder Herr, Herr. Das heißt, wie könnt ihr sagen, alle Bibeln sind gleich? Außerdem, die katholische Bibel und die katholische Kirche ist die größte christliche Gruppe auf der Welt. Die katholische Kirche hat ein altes Testament mit 7 Büchern, die Zeugen Jehovas und die protestantische Kirche oder evangelische Kirche als unauthentisch aussehen. Also falls sie das sagen, habt ihr direkt gesehen, das kommt oft, dass sie sagen, die sind alle gleich. Weil sie wollen von vornherein diesen Eindruck vermitteln, dem Muslim den Eindruck vermitteln, bei uns ist alles einig, es gibt nur eine Bibel. Weil ansonsten haben sie schon zugegeben, dass es mehrere Bibeln gibt und ich mich erstmal entscheiden muss, welche überhaupt die richtige ist. Deswegen wollen sie dieses Thema aus dem Weg räumen, weil sie lügen dort, wo es ihnen nutzt, die Menschen von ihrem Glauben zu überzeugen. Also wie gesagt, wenn sie sagen, es gibt nur eine Bibel, dann sagst du zu ihnen, das ist eine Lüge, die katholische Kirche hat 7 Bücher mehr, die deuterokanonischen Schriften. Okay, dann hat er schon mal den ersten Knockout bekommen. Wenn er sagt, ja, er hat sie dabei, dann sagst du, okay, das ist sehr schön. Ah, die wollte ich immer schon mal sehen, ah, wunderbar, beispielsweise. Dann sagst du, okay, ich habe eine Frage an Sie. Wenn ich jetzt einen Zettel auf der Straße sehe, am besten schlägst du so ein bisschen drumherum, nimmst sie mal in die Hand. Wenn ich einen Zettel auf der Straße finden würde, weil dann ist er abgelenkt. Wenn du guckst hier, wenn du in das Buch reinguckst, so, dann ist er etwas abgelenkt, dann wird er vielleicht die richtige Antwort geben. Wenn ich einen Zettel auf der Straße finden würde und auf dem Zettel steht drauf, beten Sie 50 Mal am Tag, würden Sie dann anfangen, 50 Mal zu beten oder würden Sie sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, wer den Zettel geschrieben hat. Wichtig ist, dass du direkt ihm die Antwort gibst. Nicht, dass du einfach sagst, würden Sie dann beten, dann sagt er vielleicht, nö, ja, vielleicht sagt er ja. Sag, oder würden Sie sagen, würden Sie dann beten, 50 Mal am Tag, oder würden Sie sagen, nee, ich würde nicht beten, weil ich weiß ja gar nicht, wer den Zettel geschrieben hat. Sie würden sicherlich sagen, dass Sie es nicht machen würden, weil wir wissen ja nicht, wer es geschrieben hat. Oder auf diese Art und Weise, aber dann nur ja oder nein zu antworten. Weil wenn du ihnen zu viel Platz gibst, dann wird er dich zutexten. Ja? Weil dann holen sie von hier und da aus. Sag, wenn sie einen Zettel auf der Straße finden würden, wo drauf steht, beten sie 50 Mal am Tag, dann würden sie das sicherlich nicht tun, weil sie sagen würden, ich weiß ja gar nicht, wer den Zettel geschrieben hat. Oder, sagt er ja, okay. Dann sagst du, also mit anderen Worten, muss die Bibel, es muss gewiss sein, wer die Bücher verfasst hat. Richtig? Ja. Okay. Vielleicht fängt er an rumzurühren, dann geh wieder zurück. Es muss gewiss sein, wer die Bibel geschrieben hat. Jetzt gibt es 2 Antworten. Er sagt, nee, muss nicht unbedingt sein. Dann sagst du, das ist ein Widerspruch zur ersten Antwort. Eben hast du gesagt, ja, wenn wir einen Zettel finden würden, das würden wir nicht machen, weil wir wissen ja gar nicht, wer ihn geschrieben hat. Ja? Dann sagst du, okay, kein Problem. Dann gehen wir mal hier zu Ihrem Buch hinten. Und das findet ihr hier, das ist die in Ihrer Bibel. Er hat jetzt gesagt, also die andere Antwort wäre, nein, es muss gewiss sein, wer die geschrieben hat. Ansonsten könnten wir das Buch nicht ernst nehmen. Gut, wir könnten das Buch also nicht ernst nehmen, wenn es ungewiss wäre, wer die Bücher geschrieben hat. Dann gehst du mit ihm hinten. Das ist nach Offenbarung das Verzeichnis der Schreiber der Bibel. Ja? Dann gehst du mit ihm drauf. Dann gehst du runter. Hier steht dann erst Buch Moses, Schreiber Moses, Moses, Moses. Dann kommst du an bei Psalmen. Und bei Psalmen steht David und andere. Also sehen Sie, schon gucken Sie, das ist ungewiss. Wir wissen gar nicht, wer die anderen sind. Wird er sagen, ja, aber hier steht ja David. Wirst du sagen, ja, okay, das heißt nicht, das Ungewisse. Aber wenn es ungewiss wäre, dann würden Sie sicherlich sagen, ja, okay, da glauben wir nicht dran, oder? Ja, aber ist ja klar, Sie sehen ja, es ist ja gewiss. Hier steht ja Moses, Moses, Moses. Dann schlägst du eine Seite über und hier findest du das Kleingedruckte. Hier unter diesem Dings. Und hier steht, hier, die Namen der Schreiber einiger Bücher sowie die Orte ihrer Niederschrift sind ungewiss. Das heißt, er hat sich also jetzt selber einen Knockout gegeben. Ja? Das wäre die erste Methode, wie man mit ihm redet. Ja. Du willst ihm also zeigen, dass die Bibel verfälscht ist. Ja. So, dann sagt er, dann wird er mit einem Ausweichmanöver kommen und das ist sowieso ihre Haupttaktik. Weil sie werden versuchen, dich davon zu überzeugen,
dass die Bibel richtig ist. Wie machen Sie es am besten? Sie sagen sich, ja, guck mal, der Muslim glaubt ja in den Koran. Dann versuchen wir mit dem Koran zu überzeugen, dass die Bibel richtig ist. Und er wird dir vielleicht einige Verse zeigen vom Koran, die zeigen, glaubt an das Buch, was vorher herabgesandt wurde. Hier gebe ich jedem Muslim den Tipp, das Video anzugucken, glauben Muslime an die Bibel. Weil hier wird das alles ausführlich bis ins letzte Detail erklärt. Aber er wird dann zum Beispiel in einem Vers aus Sure 6 kommen, wo steht, man kann die Worte Gottes nicht verfälschen. Aber wenn man sich den Kontext ansieht, ist hier mit dem Wort Gottes das Versprechen Gottes gemeint und nicht das Buch Gottes. Dann sagst du zu ihm, was hier steht, im Koran allgemein, glaubt an die Tora und das Evangelium. Dann sagst du, erstmal ist die Tora, sind das 5 Bücher und das Evangelium ist ein Evangelium. Ihr habt 4 Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Zweitens sagt der Prophet, glaubt an das Buch, was herabgesandt wurde. Aber das, was jetzt verfälscht ist, ist nicht mehr das, was herabgesandt wurde. Dann wird er zu dir kommen und wird sagen, oder das machen sie meistens, das steht in ihrem Buch, sie haben ein braunes Buch, wo drin steht, Unterweisung anhand der Schriften. Dort steht drin, frage den Muslim, wo das steht. Und wenn er nicht antworten kann, dann wird er danach eher bereit sein, dir zuzuhören. Dann sagst du zu ihm, dann wird er sagen, ja, wo steht das denn bei euch im Koran, dass die Bibel verfälscht ist? Er wird natürlich nicht damit rechnen, dass du jetzt sagst, Sure 2, Vers 75, Sure 2, Vers 79, Sure 5, Vers 48. Und ich würde euch empfehlen, diese 3 Verse auswendig zu lernen, auf Deutsch oder auf Arabisch, dass ihr sagt, in Sure 2, Vers 75 steht, dass es verfälscht wurde, verdreht wurde. Dann in Sure 2, Vers 79 im selben Atemzug liest man, also im selben Kontext, dass es schriftlich verfälscht wurde. Wehe denen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben und dann sagen, dieses von Allah, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. Dann steht in Sure 5, Vers 48, dass dieses Buch der Wächter ist für das, was richtig und das, was falsch ist in dem Buch. Das ist die Erklärung von Ibn Abbas. Und Ibn Abbas ist der Erklärer des Korans. Denn der Koranerklärung wird von dem Propheten an die Sahaba weitergegeben. Dann steht in Band 9 von Sahih al-Bukhari, Hadith Nummer 461, dass sich ganz deutlich der Vers 279 auf die Ahlul Kitab bezieht, die das Buch mit ihrer eigenen Hand geschrieben haben. Das dazu. Und dann sagst du mir, selbst wenn der Koran sagen würde, dass die Bibel nicht verfälscht ist, wir brauchen uns ja nur die Bibel anzugucken. Die Bibel muss das eigene Zeugnis sein. Sie wollen jetzt mit dem Koran kommen und mit dem Koran beweisen, dass die Bibel nicht verfälscht ist? Die Bibel muss doch selber ein Zeugnis sein. Dann sagst du, was ist, wenn ich Ihnen einen einzigen Widerspruch in der Bibel zeige? Oder vielleicht, oder besser noch ist, wenn du sagst, in der Bibel gibt es viel, warum soll ich an die Bibel glauben? In der Bibel gibt es viele Widersprüche, weil dann wird er zu dir sagen, zeigen Sie uns doch mal einen. Die typische Antwort, weil er wird natürlich nicht damit rechnen, dass du die Dinger jetzt rausholst, sondern er rechnet damit, dass du keine Ahnung hast. Dann sagst du zu ihm, was ist denn, wenn ich Ihnen einen Widerspruch zeige? Aber das sagt, es gibt keine Widersprüche. Nur wenn, dann kann es doch nicht von Gott sein, oder? Du musst ihm schon die Antwort geben. Nein, dann kann es nicht von Gott sein. Okay, alles klar, kein Problem. Jetzt bringst du Esra 2, Nehemia 7. Hier gibt es 18 Widersprüche. Esra 2, Nehemia 7 kannst du von unserer Seite runterladen. Das musst du dir immer bereithalten für die Diskussion. Esra 2, Nehemia 7. Hier wird der Auszug der Israeliten aus Babylonien zur Zeit von König Nebukadnezar beschrieben. Dann werden alle Stämme aufgezählt. Insgesamt ist, wenn man die Zahlen ausrechnet, wenn man die Zahlen miteinander vergleicht, gibt es 18 verschiedene Widersprüche. Ja? So. So, dann werden sie vielleicht versuchen, die Flucht zu ergreifen. Dann werden sie sagen, oh, wir haben doch keine Zeit. Ah, wir haben eben schon mit ihnen geredet, dass sie Zeit haben. Ja? Okay, dann sagst du, oder er wird sagen, ja, was müssen wir erklären, müssen wir erstmal nachgucken. Dann sagst du zu ihm, was müssen sie hier erklären? Das ist dieselbe Geschichte, unterschiedliche Namen, wollen sie sich selber betrügen? Das ist dieselbe Geschichte, dieselben Namen, unterschiedliche Anzahlen. Sind die unterschiedlichen Anzahlen, können unmöglich richtig sein. 1 plus 1 kann nicht gleichzeitig 1 sein und nicht gleichzeitig 2 sein. Ein Ergebnis muss falsch sein. So. Dann sagst du als nächstes, das ist der nächste Punkt, ist es eine Fälschung, dass die, das ist dann sozusagen die dritte Frage, die dritte Taktik, die du anwendest, ist es eine Fälschung, dass die Katholiken in ihrer Bibelübersetzung
anstatt den Namen Jehovas einzusetzen, den Namen Gott bzw. Herr, Herr eingesetzt haben, da wird er sagen, ja, das ist tausendmal. Und er fühlt sich dann sowas von super, ja, weil er denkt, wunderbar, jetzt haben wir ihn, ha, jetzt können wir auf ein Thema übergehen, was wir kennen. Dann sagst du zu ihm, okay, dann wäre es aber auch eine Fälschung, wenn dort Gott stehen würde oder Herr, Herr stehen würde und wir werden Herr, Herr als Jehova übersetzen. Dann wird er sagen, ja klar. Dann sagst du, okay, im Neuen Testament bei den Zeugen Jehovas steht 237 Mal Jehova, obwohl in den griechischen Manuskripten des Neuen Testamentes kein einziges Mal der Name Jehova steht. Und dann hat er zugegeben, dass die Bibel der Zeugen Jehovas verfälscht ist. Und zwar ganz eindeutig verfälscht. Weil er hat eben gesagt, das ist eine Fälschung, dann muss das auch eine Fälschung sein. Sollte er sagen, nee, das ist keine Fälschung, dann sagst du zu ihm, in eurem Buch, und zwar ist das Buch, was die Bibel wirklich lehrt, dort steht drin, dass dies eine Fälschung ist. Und dort steht drin, dass das Merkmal der richtigen Religion ist, dass sie den wahren Namen Gottes predigen. Das heißt, wenn das Merkmal der wahren Religion ist und das Neue Testament hat dieses Merkmal nicht, weil im Neuen Testament steht der angeblich wahre Name des allmächtigen Gottes kein einziges Mal drin, der angebliche Name Jehova, dann zeigt das ganz eindeutig, dass das Neue Testament nicht die Wahrheit ist, laut eurer Theorie. Denn wenn ihr sagt, das Merkmal der wahren Religion ist das und das und das und das, und dieses Merkmal kommt im Neuen Testament nicht vor, dann ist das eindeutig ein Zeichen, dass das Neue Testament gefälscht ist. Ja. Dann die nächste Taktik ist, das war der dritte Punkt, die vierte Taktik ist, dass man sagt, haben Sie überhaupt einen Beweis, dass die Bibel, die Sie in der Hand haben, dass alles an der Bibel von Gott inspiriert ist. Und ihr müsst immer darauf achten, dass ihr genau den Wortlaut wählt, den ich wähle. Dass alles von Gott inspiriert ist. Oder eben, wie ich gesagt habe, gewiss ist. Weil es ist besser, wenn dann nachher wirklich genau derselbe Wortlaut in der Bibel steht, dann ist die Wirkung stärker. Also sagst du zu ihnen, haben sie eigentlich einen Beweis dafür, dass alles in der Bibel von Gott inspiriert ist? Und jetzt könnt ihr sehen, ob der Typ sich auskennt oder die Frau, oder ob die absolut keine Ahnung neu ist. Weil jeder Zeuge Jehovas hat einmal die Woche mindestens Unterricht und diese Sache lernen sie immer. Das kommt wie aus der Pistole geschossen, und zwar 2. Timotheus 3, Vers 16. Alles von der Bibel ist von Gott inspiriert. Beziehungsweise die ganze Schrift ist von Gott inspiriert. 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gott inspiriert und nützlich zum Lehren, zum Zurechtweisen, zum Richtigstellen der Dinge, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die ganze Schrift ist von Gott inspiriert. Jetzt sagst du zu ihm, ja, hier steht aber nicht die ganze Bibel, hier steht die ganze Schrift. Dann sagt er, ja, aber da ist die Bibel mit gemeint. Dann sagst du, nee, das heißt der Koran, die Heilige Schrift, der Koran ist auch eine Heilige Schrift. Das heißt, der ist auch von Gott inspiriert, die Hindu-Schriften, Buddhist-Schriften. Dann sagt er, nein, 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 das ist damit nicht gemeint, damit ist die Bibel gemeint. Dann sagst du, die Bibel steht aber nicht da. Dann sagst du, okay, dann müssen wir den Kontext betrachten, oder? Der Kontext. Ich wollte Sie erstmal fragen, und das ist auch eine wichtige Frage, das sollte doch in der Bibel stehen, dass die ganze Bibel von Gott inspiriert ist, dass wir auch eine Bestätigung haben, dass sie von Gott inspiriert ist, oder? Meistens wird er ja sagen, sollte doch in der Bibel stehen, dass die ganze Bibel von Gott inspiriert ist, oder? Weil ansonsten wissen wir ja gar nicht, ob alles von Gott inspiriert ist. Das ist doch wichtig. Du sagst, das ist ja ein wichtiger Vers für Sie. Dass es da drin steht in der Bibel, dass die Bibel zumindest von sich selber ausgibt, dass alles von Gott inspiriert ist. In den meisten Fällen wird er sagen, ja. Dann sagst du, okay, schauen wir jetzt mal, ob das damit gemeint ist, die Bibel. Dann schauen wir den Kontext. Hier steht, und da du von frühester Kindheit an die heiligen Schriften gekannt hast, die dich weise zu machen vermögen zur Rettung durch den Glauben in Verbindung mit Christus Jesus, die ganze Schrift ist von Gott inspiriert. Also, dies ist das Buch, der Brief an Timotheus. Apostel Paulus schreibt an Timotheus, die Schrift, die du von Kindheit an kanntest. Dann sagst du zu ihm, ja, da kann der Koran ja schon mal nicht mit gemeint sein, weil der Koran, den konnte der Prophet Mohammed, der konnte Timotheus ja nicht von Kindheit kennen, weil Mohammed hat ja zu der Zeit noch gar nicht gelebt. Jetzt wird der Zeuge Jehovas, sie werden sich freuen. Weil du vorher gesagt hast, ja, vielleicht ist der Koran damit gemeint. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott inspiriert. Hä?
ist der Koran mit gemeint? Dann sagen wir die Bibel. Jetzt sagst du, ja, es kann ja nicht damit gemeint sein. Und dann sagst du zu ihm, ja, aber was ist damit gemeint? Dann sagst du, aber dieser Brief kann auch nicht damit gemeint sein, weil diesen Brief konnte Timotheus schlecht von Kindheit an kennen, wenn Timotheus jetzt den Brief erst erhalten hat und jetzt erwachsen ist. Und dieser Brief ist übrigens älter als die vier Evangelien. Von daher, und das sehen wir hier hinten, obwohl das bei denen vielleicht verändert ist, das heißt, von Kindheit an konnte er das Neue Testament nicht kennen. Das heißt, er ist das Alte Testament mit gemeint. Dann sagen wir, und die Schrift, die Timotheus kennt, ist das Griechische. Das heißt, das, was Timotheus kannte, ist die Septuaginta-Version. Die Septuaginta-Version, das ist das, was die christlichen Gelehrten sagen, die Septuaginta-Version ist die Übersetzung des Hebräischen ins Griechische. Eine Übersetzung, die ca. 200 Jahre vor Christus gemacht wurde, ja, ins Griechische. Und dann sagst du, diese Septuaginta-Version ist die Version, die ihr als unauthentisch anseht. Das ist die Version, die die katholische Kirche benutzt, die 7 Bücher mehr hat als euer Buch. Das heißt, ihr habt gerade zugegeben, dass die katholische Bibel richtig ist, obwohl die Zeugen Jehovas sagen, dass sie falsch ist. Wenn ihr sagt, dies ist der Beweis, dass die Bibel, die Timotheus von Kindheit an kannte, richtig ist, dann habt ihr jetzt erstmal einen Beweis gegeben, dass in der Bibel kein Beweis ist, dass das Neue Testament von Gott inspiriert ist. Zweitens habt ihr gerade zugegeben, dass ihr Zeugen Jehovas falsch liegt, weil hier ganz deutlich gesagt wird, dass die Septuaginta-Version die richtige Version ist. Also wer liegt richtig, Apostel Paulus oder die Zeugen Jehovas? Dann sagst du ihm, könnte es sein, dass die Zeugen Jehovas sich in ihrer Interpretation irren können. Ja, die Bibel ist klar. Die Bibel ist klar, es gibt tausende verschiedene Interpretationen. Okay, wenn die Bibel so klar ist, dann erklären Sie mir doch mal eben Esra 2, Nehemiah 7, warum Sie mir das nicht beantworten konnten. Ne? Erklären Sie mir das nochmal, wenn das so klar ist. Okay, kein Problem. Dann geht's weiter. Weiter im Text. Jetzt kommt als nächstes der nächste Punkt, den wir erwähnen, dann in diesem Zusammenhang ist, was ist denn, wenn ich Ihnen Verse zeige von der Bibel, die nicht von Gott inspiriert sind? Sagt die, das gibt's nicht. Was ist, wenn ich es Ihnen zeige? Dann sagst du erstmal Lukas 1, Vers 1. Schon viele haben es versucht, lieber Theophilus, das, was ich unter uns ereignet, der Reihe nach aufzuschreiben. So habe auch ich mich entschlossen, es der Reihe nach aufzuschreiben und nach den Augenzeugen zu gehen. Er erwähnt ja an keiner Stelle, dass er von Gott inspiriert ist. Ja, okay, er erwähnt es nicht, aber es könnte ja sein, weil sie sind hartnäckig. Dann sagst du, okay, aber wenn dir er sagt, dass er nicht von Gott inspiriert ist, dass das eine von Gott ist und das andere nicht, dann würde es ihnen schon ein Beweis sein, dass es nicht von Gott ist, oder? Oder wenn Gott Unwissenheit inspiriert. Gott inspiriert keine Unwissenheit, oder? Diese zwei Fragen sind sehr wichtig. Jetzt, nachdem du Lukas 1, Vers 1 gezeigt hast, jetzt sagen sie zu dir, ja, okay, es ist aber auch kein Beweis, dass er nicht von Gott inspiriert war. Dann sagst du, ja, aber wenn er sagen würde, dass er nicht von Gott inspiriert ist, dass dieses Gebot nicht von ihm kommt, dann wäre es ein Beweis, oder? Oder wenn er sagt, er weiß es nicht, weil Gott inspiriert keine Unwissenheit, oder? Dann werden sie sagen, ja, okay, alles klar, kein Problem. Dann gehen wir zu 1. Korinther 1, Vers 14. Sie haben eben gesagt, Zeugen Jehovas, 14 bis 16, dass Gott keine Unwissenheit inspiriert, richtig? Okay. Apostel Paulus schreibt, ich bin dankbar, dass ich niemanden von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, sodass keiner sagen kann, dass ihr in meinem Namen getauft worden seid. Jetzt, er sagt, er hat nur Crispus und Gaius getauft. Jetzt fällt ihm ein, während er schreibt, ja, ich habe auch die Hausgenossen des Stephanas getauft. Jetzt fällt es ihm ein. Das heißt, der erste Satz ist falsch, weil er sagt, ich habe nur Crispus und Gaius getauft, sonst keinen. Jetzt fällt ihm ein, dass die erste Unwissenheit. Jetzt fällt ihm ein, Gaius habe ich auch getauft, Hausgenossen Stephanas habe ich auch getauft. Und jetzt sagt er, im Übrigen weiß ich nicht, ob ich sonst jemanden getauft habe. Ist der Vers von Gott inspiriert? Das ist Unwissenheit. Im Übrigen weiß ich nicht, ob ich sonst jemanden getauft habe. Dann habt ihr eben gesagt, dass Gott keine eigenen Gedanken inspiriert. Das heißt, wenn dir jemand sagt, ja, das ist von Gott und das ist nicht von Gott, dann würde das ein eindeutiges Beweis sein, dass nicht alles von Gott inspiriert ist. So. In 1. Korinther 7, Vers 25, hier sagt Apostel Paulus, in Bezug auf Jungfräuliche habe ich keinen Befehl vom Herrn.
Das heißt, er ist nicht von Gott inspiriert hier. Er sagt vor, in welchem Zustand auch jeder berufen wurde, Brüder, daran bleibe er mit Gott verbunden. So, jetzt sagt er in 7,25, in Bezug auf Jungfräuliche nun, habe ich keinen Befehl von Gott, aber ich äußere meine Meinung. Das sagt ganz eindeutig, dass er nicht inspiriert ist. Ich äußere meine Meinung. Und in Jesaja steht, meine Meinung ist nicht eure Meinung ist nicht meine Meinung. Ganz deutlicher Fall. So, dann sagt er als nächstes, was ist, wenn ich Ihnen Verse zeige in der Bibel, wo das Alte Testament zitiert wird und diese Verse gibt es gar nicht im Alten Testament. Dann sagt ihr, das gibt's nicht. Oder noch besser, ihr fangt so an, ihr sagt, also ein Beweis dafür, dass das Alte Testament, dass an das Alte Testament geglaubt werden muss, ist ja, dass im Neuen Testament oft auf das Alte Testament verwiesen wird, oder? Ja. Okay, was wäre denn jetzt, wenn im Neuen Testament auf einen Vers in der Bibel verwiesen wird, den es gar nicht gibt? Das würde beweisen, dass es damals eine andere Bibel gab, oder? Ja, nee, wenn es so wäre. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben da einen Vers, ja, der steht bei Ihnen. Da steht zum Beispiel in der Bibel, es steht geschrieben so und so und so und so, macht dies und das und das und das und es steht gar nicht geschrieben. Das wäre ja ein Beweis, dass da irgendwas falsch läuft, oder? Okay, ich zeige Ihnen mal kurz etwas. In Römer 1, Vers 17, da steht, so, und zum Glauben auf dem Satz, so, denn in ihr wird Gottes Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens und zum Glauben geoffenbart, so wie geschrieben steht, der Gerechte aber durch Glauben wird erleben. So wie geschrieben steht, der Gerechte aber durch Glauben wird erleben. Jetzt fragst du, ist das ein Zitat aus dem Alten oder Neuen Testament? Und sie werden sagen, ja, der Gerechte aber, weil hier steht, du musst schreiben, ist Anführungsstriche, ist ja ein Zitat, oder? Hier Anführungsstriche, der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Und dieser Vers ist nirgendwo im Alten Testament vorhanden. Dann die nächste Stelle ist 1. Korinther 2, Vers 9. Im 1. Korinther 2, Vers 9 steht, sondern so wie geschrieben steht, was das Auge nicht gesehen, das Ohr nicht gehört hat, noch im Herzen eines Menschen aufgekommen ist, die Dinge, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Dieser Vers ebenfalls nirgendwo im Alten Testament vorhanden. Das heißt, zeigt ganz eindeutig, dass die Bibel verfälscht ist. Und dann sagst du zu ihnen am Ende, sie werden wahrscheinlich schon vorher die Flucht ergreifen, ich möchte ihnen nur das Beste. Und dann gibst du ihm vielleicht noch ein Buch oder irgendetwas, am besten beiden, du sagst am besten, sie haben mir etwas gegeben, dann gebe ich ihnen jetzt auch ein kleines Geschenk, ja, und dann werden sie es eventuell annehmen, sag zu ihnen, aber bitte nicht wegschmeißen, sie müssen das behalten, weil du musst beiden das Geschenk geben, wenn du nur ein Geschenk gibst, dann werden sich beide nicht angesprochen fühlen, so werden sie sagen, ja, wir haben ja beide eins bekommen, ansonsten wirst du, wenn es nur einen gibst, wird der eine es wegschmeißen, wird sagen, ja, warum hat der mir das gegeben, weil er muss sich vor dem anderen verantworten, aber so wird vielleicht jemand unsicher sein und sie werden es beide mitnehmen. Du sagst zu ihnen, sie dürfen nicht lügen, sie dürfen es nicht wegschmeißen. Das ist als Christ, sie dürfen das nicht wegschmeißen, sie dürfen nicht lügen, dass sie es doch wegschmeißen, obwohl sie versprochen haben, es nicht wegzuschmeißen. Du gibst ihnen eine kleine Botschaft und sagst zu ihnen, denn wir sind sicher, wenn sie so sterben, werden sie für alle Ewigkeit in die Hölle gehen, weil sie haben gerade so viele Fehler zugegeben, aber sie wollen die Wahrheit nicht wahrhaben. Dies ist mein Tipp an euch und so könnt ihr den Zeugen Jehovas helfen, den wahren Weg zu finden, inshallah. Allah.